Zufall also passiert. Ich habe das einjährige Bestehen meines Ateliers für Gesellschaftsgestaltung feiern wollen und da werde ich gefragt, ja, was wünschst du dir denn? Und sie so, ja, was wünscht man sich? Natürlich wünsche ich mir, dass ich mein nächstes Projekt angehen kann. Und ich habe mit einer Offline-Spendenbox angefangen auf einer Feier, wo ich eben meine, sag ich mal, engste Community eingeladen habe. Und so fängt, glaube ich, auch jede Fundraising-Kampagne an. Man guckt so im engsten Umkreis, lädt alle ein und dann war die Box gefüllt und das habe ich dann dort transferiert. Und am Anfang ist mir das so ein bisschen, also da habe ich mir die Kategorien angeschaut und mit meinem mobilen Museum, was dann eben an Schulen fahren soll und mit den Schülern dort künstlerisch arbeiten soll, fand sich dann nirgendwo richtig wieder. Also es gab eben Veranstaltungen, Ausstellungen, Musik, Film, Tanz und so weiter. Und insofern habe ich dann eben angerufen und nachgefragt, ob wir da noch eine neue Kategorie einrichten können. Das war dann auch innerhalb von, ich glaube, 2 Stunden oder so passiert. Das ging also wirklich fix und dann konnte das auch schon starten. Und welche Kategorie war das? Kulturelle Bildung. Jawohl, kulturelle Bildung. Jetzt ist das natürlich was anderes als ein Film, ein anderes als Theaterstück oder Fotografie. Kulturelle Bildung kann alles Mögliche sein. Was war das konkret, was du dort Konkret ich entwickle seit 5 Jahren an einem mobilen Museum. Ich habe auch schon ein Museum mobil gemacht, das Jüdische Museum. Da ging es aber dann eher um deutsch-jüdische Geschichte. Welches? Wo? In Berlin. In Berlin. Das Jüdische Museum in Berlin ist, seitdem es mir begegnet ist, mobil und ist immer noch in Deutschland unterwegs und besucht eben Schulen, hat schon mit 30.000 Schülern gearbeitet und deswegen bin ich auch von diesem Prinzip so überzeugt und wollte das jetzt auf den Bereich Kunst übertragen. Und das sieht so aus, wenn die Schüler nicht ins Museum kommen, kommt eben das Museum zu den Schülern und dann wird mit denen dort gearbeitet. Und im Idealfall entsteht eine Brücke und sie gehen dann hinterher mal selber ins Museum und dann, es werden neugierig und es wird ein Interesse weg. Also was ich in dem Fall eben nicht habe, ist ein konkretes Produkt. Und das macht das Ganze auch schon, es gibt unheimlich viele Aspekte, die dieses Projekt von vielen anderen unterscheidet. Einmal eben im Prozess und aber auch einmal vom Produkt her. Das heißt, was ich dort anbiete, ist eben ist kulturelle Bildung, im Idealfall eben Fantasie, Kreativität und wenn es ganz gut läuft, wachsen die Schüler oder die Teilnehmer auch über sich hinaus. Ich kann aber keinen Film anbieten, keine Rolle, keine CD oder sonst irgendetwas, sondern es ist ideell. Ich habe mir ein paar witzige kleine Dankeschöns einfallen lassen. Das allerdings, sage ich mal, in so einem Rahmen war, dass man da jetzt nicht so viel Geld für nehmen konnte. Und deswegen habe ich auch mit einer, sozusagen, da ich noch gar keine Community hatte, mit einer Anschubfinanzierung der Anschubfinanzierung begonnen. Also von der Summe her ist das Ganze natürlich bei weitem nicht die ich tatsächlich brauche, um eben dieses, mein zweites mobiles Museum ans Rollen zu bekommen. Aber dir ist auch noch etwas zugute gekommen, nämlich die mediale Aufmerksamkeit. Und das, wo wir vorhin schon über Netzwerke, auch über eigene Netzwerke gesprochen haben, ist das ja für dich auch wirklich ein Glücksfall gewesen. Was wäre gewesen ohne einen eigenen Bericht? Wo war das? Das war im Hamburg-Journal. Ich wurde ja auch immer angemahnt von Stadtnext, da haben wir gerade eben nochmal drüber gesprochen. Ich möge doch bitte einen Film hochladen, das würde die Erfolgsquote meines Projektes erhöhen. Ich hatte nur die Schwierigkeit, ich kann noch nichts zeigen, weil noch nichts da ist. Und ich wollte jetzt nicht so einen semi-professionellen Film machen, mich da vor die Kamera stellen und irgendwas erzählen. Also gab es keinen Film. Dann ist aber durch den Wechsel oder beziehungsweise dadurch, dass dann eben diese lokale Variante von Nordstarter ins Leben gerufen wurde und mein Projekt damit in dieses Raster fiel, Hamburg, ist der NDR darauf aufmerksam geworden. Und das ist mir natürlich nicht jetzt, dass es einen finanziellen Regen gegeben hätte, leider nicht. Aber ich habe jetzt einen Film auf meiner Startseite und die Leute können sich das angucken und es gibt jetzt einen etwas höheren Seriositätsfaktor, weil ich bin jetzt schon mal im NDR gewesen, das ist nicht so schlecht.